Ist David Ayers neuer Film Tax Collector eher so Training Day oder dann doch Suicide Squad? Jetzt bei den Filmgorillas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frischfutter. Steven und ich reden heute über The Tax Collector. Und worum es da genau geht, das wird euch der liebe Steven jetzt mal selbst erklären. Es geht um einen jungen Mann namens David Cuevas, der für einen Boss der Gangs in Los Angeles das Geld eintreibt von allen anderen Gangs in der Umgebung, sozusagen, was sie gemacht haben mit illegalen Waffenschmuggel, Prostitution, Drogenhandel. An seiner Seite ist ein Mann namens The Creeper, dargestellt von Shia LaBeouf, der sozusagen dafür sorgt, dass, falls sie verbal nicht diesem Druck hinterherkommen und das Geld abgeben, das Ganze dann noch physisch unterstreicht. Von mir gehört? Was hast du gehört? Du wärst der Teufel. Es kommt zu einer Situation, dass ein weiterer Gangster sozusagen dieses Imperium gefährdet. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und David Cuevas sieht sich auf einmal diesem Gangsterboss gegenüber und muss seine Familie und das, was er aufgebaut hat, verteidigen. Mhm. Was sagst du? Was sagen wir dazu? Ich sag mal, es gab keine großen Überraschungen, sagen wir mal so. Also ich fand, es war ein solides Ding. Also es waren viele Sachen dabei, die ich mochte. Ich mochte zum Beispiel den dreckigen Look. Man sagt ja immer, Los Angeles, das ist eine furchtbar hässliche, dreckige Stadt, was nicht stimmt. Aber in diesem Film sieht man definitiv nur die schäbigen Ecken. Das mochte ich, aber es passt zur Thematik. Dazu kommt noch die Gewalt, die man im Film sieht, die sehr explizit ist, die aber auch zu dem ganzen Plot einfach passt und zu dem, was da passiert. Deswegen fand ich das auch, ja, was heißt gut, aber es war halt gut dargestellt. Und ich finde, obwohl die Rolle von Shia LaBeouf ja so ein bisschen Style over Substance ist und so ein bisschen cheesy auch, man merkt, finde ich, trotzdem, dass er da voll Bock drauf hat. So, dass Shia LaBeouf macht einfach jetzt, was er will. Und er hat, glaube ich, sehr viel Spaß an dieser Rolle gehabt. Und deswegen habe ich das auch so stehen lassen und dachte auch so, ja gut, wenn du möchtest, Junge, dann mach das so. Aber ich bin von der Rolle an sich eigentlich kein Fan. So. Also ich kann dazu nur sagen, ich hätte mir den Film nicht angeguckt, wäre nicht David Ayer der Mann gewesen, der ihn geschrieben hat und auch Regie geführt hat, der Mann, der, sag ich mal, Meilensteine des Films kreiert hat, wie zum Beispiel Training Day mit Ethan Hawke und Denzel Washington, hat auch Suicide Squad gemacht, Herz aus Stahl mit Brad Pitt, SWAT-Team zum Beispiel. Und deswegen dachte ich, das wird ein guter Actionfilm. Ich muss dazu sagen, ich bin ganz ehrlich, ich habe ab Minute 20 angefangen, mir das auf Fast Forward anzugucken, weil ich diesen Film, Nummer 1, die Geschichte gut. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Wir kennen das, ne? Es gibt Gangster und dann gibt es Obergangster, ja, und dann andere, kriegen sich die Gangster untereinander. Ich fand weder den Hauptdarsteller sympathisch, noch fand ich, also ich bin eigentlich ein Shia LaBeouf-Fan, weil ich ihn für einen guten Schauspieler halte. Ich glaube, er ist auf Irrwegen unterwegs. Ich glaube auch, dass The Creeper eine Rolle ist, die er gut ausgefüllt hat. Ne? Also ich habe ihm das abgenommen, dass er dieser verrückte, crazy Typ, ja, genau, ist, der keine Grenzen kennt, der, ja, gewalttätig wird. Aber, und das muss ich dazu sagen, die Gewalt in diesem Film und vor allen Dingen dieser Gangsterboss, der von außen dann dazukommt und dann mit Zigarre raucht und dann, sag ich mal, die Götter oder Geister der südamerikanischen, sag ich mal, Religion anbetet, um unverwundbar zu sein. Das fand ich alles völlig überzogen. Und vor allen Dingen, es gibt eine Szene, die für mich ganz klar zeigt, dass diese Gewalt völlig übertrieben ist. Und zwar will er, und das ist ein ganz kleiner Spoiler, David dann seine Familie zurückholen, die in den Klauen des neuen Bösewichts ist. Und die schnappen sich dann einen Mexikaner, den sie dann gemeinschaftlich in einem Bus entführen. Und er will herausfinden, wo seine Kinder sind, und nimmt sein Gesicht und drückt das auf den Asphalt. Und du siehst danach das Gesicht, was da passiert ist. Und das ist für mich komplett unnötig gewesen. Ne? Also diese in Zeitlupe zerplatzen die Kugeln im Körper der Bösewichte.
Wie gesagt, ich habe es nicht bereut, dass ich diesen Film, der, glaube ich, 2 Stunden lang ist, in fast 25 Minuten durchgeguckt habe. Für mich absolut klar, dass der auf DVD erschienen ist. Der hat auch im Kino nichts gerissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit hat David Ayer meiner Ansicht nach sich keinen Gefallen getan. Ja, aber der hat sich ja schon mit Suicide Squad keinen Gefallen getan. Ich fand ihn jetzt wirklich gar nicht so schlimm. Ich fand genau das war das Gute an dem Film, weil das so glaubwürdig. Ich meine, ja cool, da kommt da so ein Typ aus Mexiko, der vorher schon mal da war. Also der und der Boss quasi hatten schon mal diese Auseinandersetzung. Und der ist dann nach Mexiko geflohen und kam jetzt halt wieder. So. Und das habe ich beim Vorsprung gar nicht alles so richtig mitgekriegt. Siehste, ja, okay. Musst du mal einen Film gucken. Ja, okay. So, pass auf. Und dann, was ich aber total schlimm finde, ist, dass Religion so eine Riesenrolle spielt in diesem Film. Weil der Hauptdarsteller, dieser David, ist mega gläubig, ne? Dem ist halt nie was passiert, weil er glaubt ja an Gott. Und der andere Typ, der jetzt da kommt, praktiziert irgendwie entweder Santeria oder Palo, irgendeine krasse, weiß ich nicht, was Religion mit Menschenopfern und so weiter. Und ich finde es echt ein guter Kontrast so. Ich finde, es gibt bestimmt solche Typen. Also, dass es solche Typen gibt. Also, ich meine, dazu muss man ja sagen, Los Angeles wird immer noch regiert von vielen Gangs. Ne? Also, ja, es gibt eben die Bloods und die Crips, die spielen ja auch eine Rolle. Es gibt viele mexikanische Gangs. Aber ich frage mich in der Sekunde, ich muss nicht einen Film sehen, um zu wissen, dass es das gibt. Ja, dass klar es diese Brutalität gibt. Und dafür ist der Handlungsstrang mir am Ende einfach zu geradlinig und dieses Telefonat. Also, ich will gar nichts spoilern. Guckt euch den an, wenn ihr meint, für mich ist die Gewalt zu viel, für mich sind die Figuren nicht richtig klargestellt worden. Die Handlung macht insgesamt für mich keinen Sinn. Das kannst du in 2 Sätzen eigentlich erzählen. Ich habe vorhin 8 gebraucht, das tut mir leid, war ein bisschen länger. Aber das ist für mich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir gucken so viele Filme für unseren Job, das ist für mich totale Zeit. Für mich ist dieser Film, mein Fazit, Zeitverschwendung. Also ich sage dazu, dass ich schon wesentlich schlechtere, schlimmere Filme in meinem Leben gesehen habe. Für mich das Ende einiges erklärt, was vorher mir total unklar war, warum Figuren handeln, wie sie handeln. Das kommt am Ende ganz gut raus, was dahinter steckt, finde ich. Aber ja, es ist halt ist bei weitem kein Gold. So. Ich hatte schon eine ganz okay Zeit damit, aber im Kino hätte ich mir den jetzt auch nicht angeguckt. So, das wäre vielleicht das, was man sagen könnte noch. Ja, also erklärt uns doch vielleicht mal, welcher Film von David Ayer, an dem er beteiligt war, ob jetzt als Autor, Regisseur oder Produzent, euch am allerbesten gefallen hat und vor allen Dingen warum. Wir freuen uns über eure Kommentare. Genau, und wenn ihr schon da seid, gerne den Kanal abonnieren, das kleine Glöckchen oben drücken, da würden wir uns riesig freuen und beim nächsten Mal natürlich auch wieder einschalten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.